Haben Sie sich auch schon oft gefragt, warum Sie ständig im Internet Werbung zu sehen bekommen, die genau auf Sie zugeschnitten ist? Mich lässt das Thema nicht mehr los, seit ich eine ungefähre Ahnung davon habe, welche riesigen Mengen von Daten über mich und natürlich auch andere Menschen wie Sie gesammelt werden, verknüpft werden, wie genau die Profile sind, die damit erstellt werden und wie man das nutzen kann, um Menschen zu manipulieren. Es ist, als hätte man ständig jemanden, der einen auf Schritt und Tritt verfolgt und über die Schulter guckt. Wollen wir das eigentlich? Nein. Gerade läuft ein großer Feldversuch. Apple rollt im Moment ein neues Betriebssystem für sein iPhone aus, auf dem Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit haben, Nein zum Tracking durch Apps zu sagen. Und über 90% der NutzerInnen lehnen das Tracking ganz eindeutig ab. Auch in Europa gibt es eine Studie der NGO Global Witness, die sagt, dass 83% der Menschen, die ihre Einwilligung, um Google und Facebook zu nutzen, gegeben haben, eigentlich nicht wollen, dass Google oder Facebook Werbung an sie ausspielen aufgrund ihres Einkommens, ihres Standorts, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung. Das Geschäft mit diesen Daten hat also keine demokratische Legitimation. Der größte Anzeigenverkäufer der Welt ist Google. Die Werbeeinnahmen machen fast 70% der Gesamteinnahmen von Google aus. Und Facebook verdient fast 98% seiner Einnahmen nur mit dem Geschäft mit spionierender Werbung. In Deutschland kontrollieren sie 70% des Anzeigenmarktes. Weltweit fast 90%. Und das sind Werbeeinnahmen, mit denen wir früher unsere freie Presse auskömmlich finanzieren konnten. Denn diese Plattformen wissen anhand der vielen Daten ganz genau, wie sie uns am längsten im Netz halten, um uns so viel Werbung wie möglich auszuspielen. Sie wissen genau, was uns aufregt, was uns dazu bringt, Inhalte zu teilen und zu kommentieren. Und das sind leider oft Inhalte, die polarisieren, die Hass und Hetze bevorzugen oder auf Desinformation setzen. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch Empfehlungswerkzeuge. Wenn man zum Beispiel Gruppen empfohlen bekommt oder zu besonderen Inhalten geführt wird, wie bei automatischen Funktionen wie Autoplay von YouTube. Bereits 2016 warnte eine Facebook-Mitarbeiterin in einer internen Präsentation davor, dass die Empfehlungstools von Facebook Extremismus begünstigen. Ein Drittel aller deutschen Facebook-Gruppen ist extremistisch und 64% der Mitglieder dieser Gruppen sind den Gruppen erst auf Empfehlung von Facebook selbst beigetreten. Das polarisiert unseren Diskurs und normalisiert Hass und Hetze im Netz, die wiederum viele andere Menschen aus dieser öffentlichen Debatte ausschließt. Was können wir also tun? Wir sind diesem Geschäft nicht hilflos ausgeliefert. Mit dem sogenannten Digitale-Dienste-Gesetz haben wir jetzt im Europäischen Parlament ein Gesetz auf dem Tisch liegen, mit dem wir diesem Modell Einhalt bieten können. Wir können Werbetracking verbieten. Die Europäische Kommission hat sich nicht getraut, das vorzuschlagen. Aber im Europäischen Parlament gibt es eine wachsende Mehrheit dafür. Und auch in der Zivilgesellschaft werden die Rufe immer lauter, spionierende Werbung abzuschaffen. Das sollten wir jetzt auch tun. Heißt das, dass es dann gar keine Werbung mehr im Internet gibt? Oder dass wir künftig für Internetdienste bezahlen müssen? Nein. Die Alternative heißt kontextbasierte Werbung. Wenn ich also Katzenbilder anschaue, bekomme ich vielleicht Werbung für Katzenfutter. Aber es wird nicht von den Unternehmen gespeichert, wo ich mich befinde, wer ich bin und dass ich Katzen toll finde. Ich bekomme Katzenfutterwerbung, weil ich Katzenbilder anschaue. Das ist ein einfaches Werbemodell, mit dem sich gerade unsere Presse lange Zeit sehr gut finanziert hat. Was bedeutet das konkret für uns alle? Es bedeutet ein freies Internet, ohne Überwachung, mit weniger Filterblasen und Hass und Hetze und mehr freien Meinungsaustausch. Eine offene Diskussion, an der sich alle ohne Angst beteiligen können. Und das ist doch genau das, was wir für unsere Demokratie brauchen. Lassen Sie uns dafür kämpfen.